Herr Ströbele, Sie sind Mitglied des parlamentarischen NSU-Untersuchungsausschusses. Wie sind Ihre bisherigen Erkenntnisse? Na, die lassen sich nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Wir haben 1,5 Jahre jetzt Ermittlungsarbeit, Aufklärungsarbeit geleistet. Wir haben weit über 10.000 Leitsordner an Akten konsumiert, durchgesehen, durchgearbeitet. Wahrscheinlich sind es 18.000. Was wir jetzt im Einzelnen daraus lernen oder was wir uns merken, was wir in den Bericht schreiben, das werden wir jetzt erst noch feststellen. Aber natürlich habe auch ich einen Eindruck und auch natürlich haben sich bei mir einzelne Sachen festgesetzt. Dazu gehört vor allen Dingen, dass es ein völlig unerklärliches, jedenfalls aus normalen Gründen unerklärliches Totalversagen geradezu aller Sicherheitsbehörden, die mit dem untergetauchten Nazi-Trio in irgendeiner Weise befasst waren, gegeben hat. Also es waren nicht einzelne Fehler, nicht einzelne Mitarbeiter haben Fehler gemacht, das war auch da, große Fehler, sondern es war ein Totalversagen, als wenn da jemand eine schützende Hand drüber hält. Aber wir konnten niemand feststellen, der das sein könnte. Welche politischen Konsequenzen erhoffen Sie sich, wenn der Untersuchungsausschuss seine Arbeit beendet hat? Also der Untersuchungsausschuss muss einen Bericht schreiben. Wir werden in den nächsten 2 Monaten den erarbeiten, gemeinsam mit vielen Mitarbeitern. Wir werden den wahrscheinlich Mitte, Ende August vorstellen können in der Sommerpause. Und wir werden voraussichtlich am 3. September eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages haben, in dem dieser Bericht, den wir, der Ausschuss, ja dem Bundestag übergeben, zuleiten, diskutiert wird. Bis dahin müssen wir in der Tat nicht nur die Unterlagen, die Akten nochmal durchsehen und die wichtigen Punkte finden, in dem Bericht aufnehmen, sondern wir müssen auch die ganzen Protokolle, es ist ein Wortprotokoll geführt worden, der Zeugenbefragung, der Sachverständigenbefragung, uns nochmal zu Gemüte führen und darin einarbeiten. Das ist eine immense Arbeit, vor dem wir stehen. Die Sommerferien werden nicht so besonders erholsam. Sie haben bereits erwähnt, Sie wünschen sich die Gründung einer Stiftung, die als zusätzliches Organ den Schutz der Verfassung übernimmt. Doch wie müsste die Sicherheitsarchitektur in Deutschland überhaupt aufgestellt sein, um rechtsextremistische Gefahr effektiv zu bekämpfen? Das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. So ein Institut, so eine Stiftung kann das überhaupt nicht alleine leisten, sondern die soll Anstöße geben, soll auf Fehlentwicklungen hinweisen und dann müssen sich die Regierung, die Parlamente, die Hochschulen, die Schulen, die gesamte Gesellschaft darum kümmern. Das, was wir an Rassismus, an Fremdenfeindlichkeit, an rechtsextremer, man muss wirklich sagen, völkischer Nazi-Gesinnung festgestellt haben, auch im Umfeld dieses Trios, was es über viele Jahre in Deutschland gegeben hat. Ich wusste davon, aber so, wie es sich mir jetzt darstellt, in diesen Einzelheiten, habe ich es auch nicht erahnt und nicht gesehen und nicht sehen können. Das kann nicht wieder passieren, sondern da muss rechtzeitig gegengesteuert werden. Da ist eine immense Aufgabe in allen Bereichen der Gesellschaft. Vor allen Dingen die Zivilgesellschaft ist aufgerufen, da mitzumachen und sich gegen solche Entwicklungen zu wehren. Weil natürlich sind die Behörden und die Mitarbeiter in den Behörden, ob man das nun Verfassungsschutz oder Polizei oder Staatsanwaltschaft nennt, auch nur ein Spiegel der Bevölkerung. Also das Gedankengut, was in der Bevölkerung da ist, was weit verbreitet ist, was gepflegt wird, was in schrecklichen Hassgesängen da ist, auch präsent ist, auch hörbar ist, bemerkbar ist, findet sich natürlich dann auch mehr oder weniger bemerkt oder offen zutage getreten, meistens eben nicht, sondern nur im Verborgenen allenfalls gepflegt. Das findet sich natürlich auch in den Behörden. Und dagegen muss die Gesellschaft sich insgesamt wehren.